Nicht nur wir genießen die Herbstsonne. Die Emmentaler, die wir heute klettern, ist mit einer der leichtesten Meerseillängenrouten an der Martinswand. Wir begehen die Tour als Dreierseilschaft. Dies bietet unter anderem für den ersten Nachsteiger Vorteile in den Quergängen. Die erste Seillänge ist noch etwas sandig, bietet sonst aber nette Kletterei im vierten Schwierigkeitsgrad. Die zweite Seillänge startet mit einem Vierer, es folgt eine leichte Querung und anschließend wiederum schöne Viererplatten. Die dritte Seillänge ist die Schlüsselseillänge. Auf eine 4-4 plus Platte und einen Quergang folgt ein steiler Aufschwung, der mit 4 plus 5 minus bewertet ist. Jungs, bitte aber schon alle. Sigrid nimmt die Schlüsselstelle der Tour in Angriff. Die letzte Seillänge der Tour bietet dann noch einmal einen schönen Vierer Pfeiler. Bevor man sehr vorsichtig, um keinen Steinschlag auszulösen, eine etwas erdigere Passage überwinden muss. Geradeaus, geradeaus hoch. Am besten den Haken folgend ein bisschen nach rechts, um dann über einen steileren Aufschwung zum Stand zu gelangen. Der Abstieg ist mit roten Punkten markiert. Dabei zuerst queren und dann noch ein bisschen aufsteigen, um zum endgültigen Abstiegsweg zu gelangen. Dabei ist Vorsicht geboten, denn man bewegt sich weiterhin in Absturzgelände. Der Weg führt dann zurück zum Parkplatz.